Begeistert empfangen wurden die Hobbysportler vom SV Murmel am Sonntagabend in Sandhatten. Als deutsche Murmelmeister kehrten sie in ihr Heimatdorf zurück. Bei den Wettkämpfen in Ludwigshafen setzte sich die erste Mannschaft im Finale mit 9:7 gegen Södel durch. Die zweite Mannschaft gewann das Spiel um Platz 3, nachdem beide Teams im Halbfinale aufeinander trafen. Rund 50 Leute empfingen die Meister.